Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind heute mit dem Sahabi At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi. O Allah, gib ihm ein Mittel, das ihm hilft, Gutes zu tun. Ein Bittgebet vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi ist der Herr des Stammes Daus in der Jahiliya-Zeit, also vor dem Islam. Ein Minister der hervorragendsten Araber und einer von den Mutigen. Bei ihm wird ständig gekocht, sodass die Bedürftigen immer etwas bekommen und die Gäste immer herzlich willkommen sind. Seine Tür ist für alle offen. Er speist die Hungrigen, hütet die Ängstlichen und nimmt den nach Schutz Bittenden in seinem Schutz. Außerdem ist er ein intelligenter Autor und ein sensibler Dichter, hat ein sanftes Gefühl und weiß die gute und herbe Struktur in der Rhetorik. Also, er weiß, welche Wörter er benutzen soll, mit welchen er anfangen soll, sodass das Wort auf die Person wie eine Magie wirkt. At-Tufail verließ sein Volk in Tihama und ging nach Mekka, während der Konflikt zwischen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Ungläubigen von Quraysh ausgebrochen ist. Jeder möchte für sich selber Anhänger gewinnen und Unterstützer für seine Partei anziehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruft zu Allah und seine Waffe sind der Iman, der Glauben und die Wahrheit. Doch die Ungläubigen von Quraysh kämpfen dagegen mit allem, was sie besitzen, versuchen die Menschen mit jeder Methode, sie vom Islam abzuhalten. At-Tufail gerät in diesen Konflikt, ohne sich vorzubereiten und bekam eine gewaltige Rolle, ohne die Absicht zu haben. Er reiste nicht nach Mekka wegen dieser Angelegenheit und von ihr an begann seine unvergessliche Geschichte, die er selber erzählen wird. Ich kam in Mekka an und genau als mich die Herren von Quraysh gesehen haben, kamen sie zu mir, begrüßten mich auf die beste Weise und gaben mir einen geehrten Platz unter ihnen. Als sie sich versammelt haben, sagten sie: O Tufail, du bist zu unserem Land gekommen und dieser Mann, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat unser Leben verdorben, unsere Gesellschaft zerteilt und unser Bund gebrochen. Und wir fürchten wahrlich, dass dir und deinem Volk das Gleiche passieren wird. So sprich ihn nicht an und höre ihm nicht zu, denn seine Wörter sind wie Magie. Er spaltet zwischen dem Sohn und dem Vater, zwischen Bruder und seinem Bruder, zwischen dem Ehemann und der Ehefrau. At-Tufail sagte: Wallahi, sie erzählten mir von seinen merkwürdigen Taten, brachten mich, dass ich Angst vor ihm bekommen habe, bis ich mir vorgenommen habe, ihm nicht näher zu kommen und weder ihn anzusprechen, noch von ihm was zu hören. Als ich dann am Mittag zur Moschee ging, um die Kaaba zu umkreisen, den Segen von den Götzen zu bitten, zu denen wir früher pilgerten und die wir geehrt haben, füllte ich meine Ohren mit Wolle, aus Angst, etwas von Mohammeds Wörtern zu hören. Doch als ich in der Moschee war, sah ich ihn beten, aber es war nicht wie unser Gebet. Sein Gottesdienst war nicht wie unsere. Sein Gebet hat mich gepackt. Und ich sah mich plötzlich, wie ich ihm näher komme. Stück für Stück, ohne Absicht, bis ich ihm sehr nahe war. Allah wollte, dass ich einiges von seinen Wörtern höre. Und so hörte ich Schönes und in mir sagend: Möge deine Mutter dich verlieren, O Tufail. Du bist ein ausgeragender Dichter und du kannst das Gute vom Schlechten unterscheiden. Was hindert dich also, von ihm etwas zu hören? Wenn es dann was Gutes ist, nimm es an. Und wenn es abscheulich ist, lehne es ab. At-Tufail berichtet: Ich wartete, bis der Gesandte Allahs zu seinem Haus zurückging, folgte ihm und bevor er sein Haus eintreten wollte, sprach ich ihn an. Was At-Tufail radiallahu anhu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen wird, erzählen wir inshallah in der nächsten Folge.